Hallo liebe Freunde der Schwertkämpfe, heute geht es weiter mit Fire Emblem Shadow Dragon und nix viel los. Übrigens, wie ihr gerade seht, ich habe dieses Bild verändert, mehr dazu, nachdem ich vorgelesen habe. Marth und seine Ritter fanden Zuflucht in einem Wald nahe der altäischen Grenze. Meine Güte, sie warteten auf ihre Chance, aus dem Königreich zu entfliehen. Es dauerte nicht lange, da wurde der Feind unachtsam. Die Zeit, sich davon zu machen, war gekommen. Trotzdem konnte der junge Prinz seine Trauer um Alice nicht unterdrücken. Eine Tragödie. Prinz Marth! Sir! Sir! Hört ihr mir zu? Wie? Oh! Oh, Maledus! Reißt euch zusammen, Sir! Ich weiß, ihr trauert, aber die Verfolger aus Gra wird das wenig interessieren. Wir müssen weiterziehen und so schnell wie möglich das Land verlassen. Es tut mir leid, es fällt mir schwer, nicht darüber nachzudenken. Epische. Jetzt geht's auf und wir kämpfen, Musik. Dies ist die Grenze von Altair. Hier beginnen wir unsere Flucht nach Talus. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet. Talus, ich kenne es dem Namen nach. Ein Inselkönigreich im Osten, nicht wahr? Jawohl. Der König dort war ein guter Freund eures Vaters und überaus verlässlich. Es war der ausdrückliche Wunsch eurer Schwester, dass ihr in Zeiten der Not in Talus Zuflucht suchen solltet. Ich jedoch nicht sie, was? Ich habe ein Schiff für uns organisiert, das uns an der nordöstlichen Küste aufnehmen wird. Aber um dorthin zu gelangen, müssen wir erst ein Gefängnis im Norden durchqueren. Es ist mir gelungen, einen Schlüssel für das Tor aufzutreiben. Lass mich ihn euch geben. Wow, epic, ein Schlüssel. Nun, auf dem Weg begegnet ihr vielleicht Leuten, die ihr gegen ihren Willen für Gra kämpfen müsst. Was? Die gegen ihren Willen kämpfen müssen, so. Bevor ihr eure Klinge zückt, solltet ihr für immer zuerst versuchen, mit ihnen zu sprechen. Okay, und schon geht's los. Da hinten, hier rechts sind direkt wieder so ein paar Bösewichte. Und die müssen wir natürlich selbstverständlich direkt angreifen gehen. Und worauf ich hier ansprechen wollte, ist, da ich das Bild halt verändert habe, dass das jetzt seitlich ist. Und da wollte ich euch fragen, welche Ansicht bevorzugt ihr? Die oder die, die ich in den ersten beiden Parts hatte? Bitte lasst es in den Kommentaren raus. Also ich weiß nicht, ich glaube so, wenn ich das so habe wie jetzt, dann kann ich das besser bearbeiten oder so. Wisst ihr, wie ich meine, halt, dass das halt auf YouTube besser ankommt, weil das ist ja eher ein breites als hohes Bild. Dadurch würde die Qualität, glaube ich, heute wahrscheinlich. Ich weiß aber nicht, ob es so ist. Ich kenne mich mit diesem ganzen Zeug überhaupt nicht aus, also lasst mich da in Ruhe. Aber dennoch würde ich euch sehr nach um Feedback bitten. Wobei ich denke, ich werde jetzt erstmal ein paar Episoden so aufnehmen, weil ich nehme das ja auch ein bisschen im Vorrat auf. Und deswegen würde an euer Feedback auch ein bisschen später kommen. Also es würde etwas später bei mir ankommen als jetzt, ne? Wie ihr versteht. Oh oh. Südlich des Gefängnisses sind Männer Altairs aufgetaucht. Ja, Sir, nicht gerade viele, aber die Späher melden, sie seien nichtsdestotrotz ziemlich stark. Und dreimal dürft ihr raten, wer sich unter ihnen befindet. Du meinst, der Prinz ist auf dem Weg hierher? Ja, Sir. Wie sollen wir vorgehen? Wir warten auf unsere Hauptstreitmacht und, um ehrlich zu sein, Sir, dies ist auch bitter vonnöten. Pah! Du lässt dich zu leicht einschüchtern. Wir können siegen, wenn wir in sie eine Falle locken. Eine Falle, Sir? Der Prinz von Altair wird unser sein. Tut einfach, was ich euch sage, und wir schnappen uns dieses Früchtchen, lange bevor die Hauptstreitmacht aufkreuzt. Und uns den Ruhm vor der Nase wegschnappt. Hä? Der Kapitän ist nicht gerade ein netter Mann. Und, ach komm, du schießt mich mit Pfeilen, was ist das denn für ein... Pfui. Na komm, okay, der ist erledigt. Bleibt momentan erst nur ein Bogenschütze zu moschen. Oh oh, mehr Text. Du, rein da! Hey, ich dachte, Altair sei das Reich des großen Helden Anri. Aber es hat nur wenige Tage gedauert, euch zu brechen, nicht wahr, Kleiner? Was sagst du dazu? Der kann nicht sprechen. Was sagst du? Ach ja, mit diesem Knebel kannst du ja keine Widerworte geben. Bahaha, aber Nintendo ist leider nicht gut genug gewesen, das zu animieren, deswegen hat er überhaupt gar keins.
Ich verrate dir ein Geheimnis. Der kleine Prinz von Altair ist auf seinem Weg hierher, genau in diesem Moment. Oh, aber leider siehst du ziemlich gefährlich aus in dieser Uniform. Soldat von Grar! Ha, sobald der Prinz sich sieht, wird er sagen, oh, der Feind lauert uns auf. Und das war's dann für dich. Und wenn der Prinz sich erstmal abgestochen hat, wie ein Schwein, verleihen wir ihm den Titel Marth der Tyrann. Weil er seine eigenen Landsmänner ermordet, wird das ein Spaß. Oh oh, ich hoffe, das hat man nicht gehört. Ich wurde gerade bei Steam angeschrieben. Oh, okay. Ich wurde gerade zu einem Team Fortress 2 Spiel eingeladen, aber ich bin beschäftigt hier. Mach's gut, Kleiner, und fang lieber schon an zu beten. Nee, das ist echt ein blöder Zeitpunkt. Ich kann gerade nicht. Okay, ist der das? Ja, das ist er. Dann machen wir uns erstmal auf den Weg und greifen an. Obwohl, nee, ich hab's noch anders überlegt. Moment, ich mach das anders. Ich greife mit ihm hier an. Eisenschwert, ja. Der sollte etwa, gut, ist halb tot, sollte etwa auch einen zweiten Treffer ertragen können, aber das wär's dann auch schon. Oder? Ja. Okay, der ist immer. Schön, ein Level up. Und einen Eisenbogen haben wir auch noch bekommen. Nur leider kann er nichts mit anfangen. Das müssen wir dann im Vorrat legen. Okay, und da der knapp die Kraft an die Kraft zur Hälfte verloren hat, gehen wir mal hier hin und warten. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber hier kann man sich heilen. Zumindest teilweise mal so. Bis da und so. Jetzt kann ich die Tür öffnen und ihn hier einfach mal angreifen. Aber ich lasse es. Denn in der Cutscene haben wir ja schon gesehen, es ist nicht vom Vorteil, ihn einfach anzugreifen. Weil hier seht ihr auf dem linken Bildschirm, da steht ja Altair 5, Grar 6 und Altair 1. Das heißt, es ist eine böse Einheit, die aber eigentlich gar keine böse ist. Also gehen wir mit Marth dahin. Wichtig, es muss Marth sein. Und dann sprechen wir mal mit dem Mann. Ich meine, er hat eh keine Munition, der könnte uns gar nicht greifen. Oh, der Feuer, der Feind lauert uns auf. Wie? Ihr seid geknebelt? Hier, lasst mich. Moment, euch kenne ich doch. Ihr seid einer unserer Schützen. Gordon, Sir, mein Name ist Gordon. Der Feind hat mich gefangen genommen und in diesen beschämenden Zustand zurückgelassen. Ich verstehe. Nun, ich freue mich, dass ihr unversehrt seid. Aber ich fürchte, wir können hier nicht länger verweilen. Bleibt hier, bleibt hinter mir und... Ich kann kämpfen, Sir. Wenn ihr einen Bogen für mich habt, wäre es mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Okay, und jetzt können wir natürlich tauschen. Nur blöderweise, Moment, Items? Nur, wir haben ja keinen Eisbogen bei uns, aber ich kenne jemanden, der hat einen Eisbogen bei sich, nämlich der hier. Das heißt, wir gehen dahin, Tausch mit ihm und... Na gut, da hast du... Seht ihr, und schon haben wir einen weiteren Mitstreiter. Moment, den lassen wir noch da. Hat man das... Der hat sich ein bisschen gehalten, das hat man gar nicht gesehen, ne? Also, der hatte vorher 10 KP und jetzt hat er 14, egal. Gehen wir einfach mal weiter. Ich denke, das ist fürs Erste sowieso genug. Dann schreiten wir erstmal einfach voran. Die Feinde sollten ja auf uns aufmerksam werden. Oh oh, neue Einheiten. 10, 12, 13 Stück? Hört her, Männer. Euer Ziel ist der Prinz. Findet den Prinzen von Altair und bringt mir seinen Kopf. Oh. Seht dort. Nein, Andre, steh uns bei. Schlimmer hätte es nicht kommen können. Sir, das ist die Hauptstreitmacht von Grar und Ritter von Grustus, Schwarzen Orden begleiten sie. Leider haben wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht den Hauch einer Chance gegen sie, fürchte ich. Und selbst wenn es uns gelänge, sie zu besiegen, ist uns doch immer noch der Fluchtweg verschlossen. Aber es muss doch einen Weg geben. Eine Möglichkeit gäbe es doch schon. Wir könnten einen Lockvogel zurückgelassen, der den Feind ablenkt, wenn er aufholt. Ein Lockvogel? Sie sind hinter euch her, Sir. Wenn einer unserer Männer sich als euch verkleidet zurückbliebe, nun, der Feind würde bestimmt anbeißen. Das würde euch und den anderen Zeit zur Flucht verschaffen. Aha. Einer unserer Männer muss zu einer Festung an der südlichen Landstraße aufmachen. Im Gewand wird er den Lockvogel spielen und dann den Gegner ablenken. Aber Maledius, was wird dann aus dem Lockvogel?
Sir, er wird wohl nicht lebend zurückkehren. Ihr müsst euch von einem eurer Kameraden trennen. Uns bleibt keine andere Wahl. Es bleibt immer eine andere Wahl. Ihr glaubt doch nicht, dass ich in diesem Plan zustimme. Nun tretet beiseite damit. Vergebt mir, Sir, aber das ist unsere einzige Chance. Ihr wisst so gut wie ich, dass ihr heute und hier nicht sterben dürft. Das gefällt mir aber ehrlich gesagt jetzt auch nicht so. Moment, wie kriege ich überhaupt diese Tür geöffnet? Ich habe keine Türschlüssel. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Wenn, dann würde ich, glaube ich, den wegschicken, weil, auch keine Ahnung, oder? Ich weiß nicht, eigentlich will ich mich ungern von irgendwem trennen, ne? Muss ich ja aber wohl, ne? Na gut, da muss ich hin. Ich verstehe das aber ehrlich gesagt gerade nicht. Ich glaube, ich nehme doch den Bogenschützen dafür. Dann wird er halt fallen und mal gucken, wenn ich das richtig verstanden habe, was sie jetzt machen. Ja, jetzt haben jetzt hier alles schön an. Aber wie komme ich denn dann hier weg? Oder kämpfe ich doch gegen die ganzen Einheiten? Ne, die sind zu stark gepanzert, denke ich. Ich glaube, ich hätte wirklich keine Chance gegen diesen Level 11 auch. Und ich bin ja dreimal Level 4. Nur ich wusste gar nicht, wie ich hier wegkomme, deswegen. Ich versammle mich mal einfach an dieser Tür. Ja, hier und da und warten. Schade mit dem Bogenschützen, aber dann. Auch wenn ich jetzt nicht verstehe, wie das alles gemeint ist. Mit dem Lockvogel sein und so weiter. So, sie kommen jetzt alle näher, ja. Ah, wie komme ich hier weg? Ist die Frage. Ich meine, ich kann nicht zur Tür oder so. Ach, ich komme da gar nicht erst hin, oder wie? Verstehe das mal, ne? Okay, er ist jetzt tot. Und ich habe es nicht zu diesem Gebäude hingeschafft. Ich werde hier angegriffen. Ich glaube, ich habe die Mission verkackt. Kann das sein? Gar nicht verstanden, hä? Jetzt kommen sie hier rein. Lockvogel, das hat doch gar nichts gemacht. Der wird doch mit einem Schlag geschnetzelt hier. Ist doch klar, dass er stirbt. Ich könnte mich ja höchstens hinstellen und versuchen, die jetzt abzuwehren, aber das bringt, glaube ich, gar nicht mal. So, jetzt gehe ich zurück. Ich verstehe die Mission nicht, ey. Ernsthaft. Warten. Jetzt kommen sie an und töten uns wahrscheinlich. Ja, natürlich, die sind übermächtig. Guckt ihr euch an. Die sterben jetzt alle nacheinander. Ja. Verstehe ich nicht. Okay, da kommen noch mehr Gegner auf mich zu. Wisst ihr was, ich beende das, indem ich direkt mit Marth angreife. Komm. Hier, ich ziehe den ein bisschen was ab. Zack, schon bin ich tot. Nee, hä? Was ist das für eine beschissene Mission? Ich glaube, mein Lockvogel ist doch dumm. Okay. Ich denke, das war genug für eine Episode, oder? Ja, auf Wiedersehen. Ich guck mal, wie das machbar ist. Ich meine, so wie es in diesem Spiel beschrieben wurde, jedenfalls nicht. Naja, bis dann.